Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei der närrischen Pinnwand 2019 und wir halten uns nicht lange bei großen Volksreden auf, sondern beginnen gleich mit, ja, ich sage mal, den ehrenwerten Häuptern der Stadt Trier, nämlich mit dem Prinzenpaar der Stadt Trier für das Jahr, die Session 2019, mit dem lieblichen Prinzen Piero dem Ersten vom Luxair Reisebüro und natürlich mit seiner Prinzessin Marie-Claire die Erste einmal von Kiltal reisen. Sie reisen, sie sind ja auch weit gereist, nämlich von Luxemburg bis nach Trier. Und dabei haben sie aber auch noch Station gemacht, denn der Weg ist ja so weit in Langsel, doch dazu mehr. Prinz, jetzt seit, würde ich sagen, einigen Tagen in Amt und Würden als stolzer Prinz der Stadt Trier. Wie ist so der erste Eindruck? Ein wunderschönes Gefühl. Einmal Prinz sein, der Traum aller. Und das ist jetzt geschehen und ich freue mich auf eine tolle Session. Ja, und ihr habt die Federn am Hut. Die Prinzessin wurde auch gekrönt. Wie war das so mit der Krönung, da zu stehen und dann so ein herrliches Diadem zu erhalten? Das war atemberaubend. Mein Herz hat bum, bum, bum gemacht. Es war wunderschön. Es hat aber nicht ausgesetzt. Nee, Gott sei Dank nicht. Liebe Zuschauer, wir haben von dieser Krönungszeremonie einige Bilder für Sie bereit gemacht. Thank you.
Nur nach einem Mal Spaß ja schon. Und wie geht's euch beiden? Sehr gut. Sehr gut, das ist die Hauptsache. Dann würde ich sagen, schreiten wir direkt zur Tat, sobald die Urkunde hier vorne durchkommt. Die wird auch jedes Jahr etwas kleiner. Geh mal bitte noch 4 Meter zurück. Urkunde für die Regentschaft des Prinzenpaars der Stadt Trier 2019. Der hochwohllöbliche Bürger Piero Klein und die liebreizende Bürgerin Marie-Claire Klein-Theisen sind bereit, während ihrer Regentschaft als Prinzenpaar der Stadt Trier dem Narrengott Jokus Treue und Ergebenheit zu zeigen. Ja. Ja. Aber das kam mal aus. Sie verpflichten sich, freudvoll jeden Bürger, jede Bürgerin der Stadt und der Region, egal welchen Standes, in ihre majestätische Regentschaft aufzunehmen. Ja. Ja. Darüber hinaus erklären Sie sich bereit, über die Grenzen der ältesten Stadt Deutschlands hinaus in herzlicher Weltoffenheit alle Narren und Narren gleichzustellen. Sehr gern. Ja. Auch gern. Beide. Beide versprechen feierlich, gemeinsam mit ihren Untertanen, das närrische Brauchtum und die Tradition der Stadt Trier zu pflegen. Ja. Ja. Auch gerne. Sehr, sehr gerne. Der Bürger Piero wird festlich in der Europahalle intronisiert und in den Stand des Prinzen der Stadt Trier erhoben. Er schwingt sein Zepter als Prinz Piero I. von Luxertours. Als Zeichen seiner Regentschaft schmücken 5 Federn sein majestätisches Haupt. Marie-Claire wird glanzvoll in der Europahalle intronisiert und in den Stand der Prinzessin der Stadt Trier erhoben. Sie erobert die Herzen als Prinzessin Marie-Claire die Erste vom Kölner Reisebüro. Als Zeichen ihrer Pracht ziert ein Diadem den Kopf. Stadt Trier, Piero der Erste, Marie-Claire die Erste, werden hiermit ermächtigt, den närrischen Hofstaat in seine Ämter zu berufen, der zur Bürgschaft aller anstehenden Termine bei Hofe aufgerufen ist. Verkündet am 12. Januar 2019 in der altehrwürdigen Augusta Treverore, Andreas Peters Präsident. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Ja, lieber Prinz, liebe Prinzessin, herzlichen Glückwunsch, habe ich schon gesagt. Ihr seid jetzt die Chefs, euer Mikrofon, euer Publikum. Ja, Prinz Piero der Erste. Einmal Prinz zu sein, war das Stichwort von eben. Aber einmal Prinz zu sein, das reicht dir ja nicht. Nein, in Langsör, das war so ein wundervolles Gefühl. Da haben wir gedacht, ey, das kann ja nicht alles gewesen sein. Dafür die Bewerbung für Trier, es hat direkt geklappt und so kann es weitergehen. Ja, wie wird es denn weitergehen? Habt ihr noch irgendwo was im Petto? Ja, für die Prinzessin wäre das ja, ich könnte mir vorstellen, einmal Prinz zu sein in Köln, aber die haben ein Dreigestirn. Mit einer weiblichen Prinzessin haben die ja da so ihre Schwierigkeiten. Was könnte denn sonst noch so kommen? Ja, dann eben halt in ganz Europa, von Europa. Also das Prinzenpaar, das finde ich klasse. Das müsst ihr mal so einigen Politikern auch sagen, dass ihr also zu Europa steht. Und das, denke ich, ist ja auch für die Stadt Trier etwas Besonderes. Erstmals, kann man das so sagen, den Herrschaften von der ATK, ein grenzenübergreifendes Prinzenpaar. Also Trier ist derzeit ja doch einiges voraus. Wie war das so
Wie seid ihr aufgenommen worden hier als Luxemburger? Ganz toll. Wir lieben die Leute lieben uns. Und es war ein wundervolles Gefühl. Ich meine, wir wollen ja einen Karneval haben ohne Grenzen. Und dafür sage ich, Europa lebe hoch. Europa lebe hoch. Hoffentlich noch lange und recht, recht hoch. Prinzessin. Einmal Prinzessin zu sein. Prinz hat gesagt, einmal Prinz zu sein. Zweite Mal Prinzessin zu sein. Wunderschön. Also wie gesagt, in Langsau war das schon ganz, ganz schön. Haben viel erlebt, viele nette Menschen kennengelernt, tolle Leute, Freundschaften geschlossen. Und jetzt von Trier, das ist außergewöhnlich. Und es geht einfach weiter so mit all diesen tollen, lieben Menschen. Wie wäre das denn jetzt, sowas in Luxemburgisch zu hören? Ja, ich fand da die Menschen schön, dass ich Prinzessin von Trier bin. Möchte mir unheimlich viel Freude und wir werden hier eine super Session haben. Das wäre ganz toll. Also das international auch noch hier. Ich komme nochmal zurück auf diese Begegnung, nämlich mit Trier. Trier, habe ich jetzt gesehen, ist bei den hochverschuldendsten Städten in der Bundesrepublik Deutschland. Es liegt, wenn ich mich recht erinnere, so ungefähr an 9. Stelle. Und jetzt hätte ich doch eine Bitte an den Prinzen. Wie wäre es denn, so ein paar Suen rüber zu schicken in das doch so arg von Finanzen gebeutelte Trier? Ja, wir wollen die Leute ja mit Freude bereichern und ich meine, Freude ist mehr wert wie Geld. Und ich denke mal, mit so einem Oberbürgermeister wie Wolfram Leibe kriegen wir das auch wieder hin, hier die Stadt Trier schuldenfrei zu machen. Er ist auf dem guten Weg. Wie sieht es aus mit euren Terminen, mit eurer Session? Ist schon alles in trockenen Tüchern oder habt ihr da noch so einige Termine frei? Oh, es geht noch was. Wir haben noch einige Termine frei und wir sind daran am Arbeiten. Die meisten Termine von den Vereinen haben wir ja schon bekommen. Und auch gehen wir zu unseren Sponsoren, wir gehen zu den älteren Menschen, zu Kitas. Also das läuft richtig gut. Ihr habt also das volle Programm drauf? Richtig. Und wir freuen uns auf jeden einzelnen Termin. Gibt es denn, wenn ihr so in die Säle kommt, bei den einzelnen Veranstaltungen, habt ihr da auch so was Besonderes in petto, ein Liedchen oder so? Ich habe mir sagen lassen, irgendein Gedicht hatte ja auch die Prinzessin schon mal parat von dem ersten Luxemburger da, nicht? Wie sieht das jetzt in diesem Jahr aus? Ja, wir haben ja auf der Gala haben wir zusammen mit Thomas Kiesling ein Lied gesungen und das werden wir noch verfeinern und werden, wenn es gewünscht ist, werden wir das auf die Bühnen bringen, für die Leute zu begeistern. Veranstaltungen haben wir, die ihr besucht, aber besondere Veranstaltung ist einmal ja Fetten Donnerstag und dann der Höhepunkt des Karnevals, nämlich der große Rosenmontagszug. Wie sieht es denn da mit einem Wagen aus, mit dem Prinzenwagen? Wird der jetzt in Luxemburg gebaut oder ist das noch Arbeit für die Trierer? Nee, wie Sie vorhin schon gesagt haben, die Trierer müssen sparen und dafür nehmen wir den sehr schönen Wagen von letztem Jahr von Anja und Peter. Ich meine, der Wagen ist einfach toll und er repräsentiert einfach die Schönheit auch von Trier. Und mit dem Wagen werden wir Rosenmontagszug hier durch die Trierer Straßen ziehen und das wird einfach herrlich. Und ich kann jetzt schon versprechen, es wird schönes Wetter. Das ist, wir wollen den Prinzen beim Wort nehmen. Ja, noch ein Wort zum Wagen. Ja. Der war ja auch gebaut für mehrere Jahre. Nicht nur für ein Jahr, sondern wird also jetzt nicht nur so übernommen, sondern das war das Ziel dieses Wagens, der im letzten Jahr gebaut wurde. Und das finde ich auch gut, dass man hier an einigem, was gut ist und bewährt ist, festhält. Ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Session. Und wir hoffen, dass ihr viel Freude zu den Karnevalisten bringt, aber dass die Karnevalisten euch auch viel zurückgeben. Denn ja, ihr habt ja ein stolzes Programm vor euch und eine lange Freudenszeit. Auf jeden Fall. Wie meine Prinzessin der Herzen schon gesagt haben, wir freuen uns auf jeden einzelnen Termin. Und unser Herz ist groß und wir wollen mit vielen teilen unsere Freude. Das ist gut und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke für euren Besuch. Ihr habt ja noch einiges vor und müsst gleich wieder weiter. Deswegen sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen. Und zum Abschluss vielleicht ein Trier. Hello! Trier! Hello! Trier! Hello! Hello.
aber auch noch einen Orden für Sie. Ja. Ja, sehr gerne. Ja. Das finde ich aber. Dann können wir uns auch küssen. Ja, endlich mal. Ach. So. Bitte schön. Ja, danke schön. Die Luxemburger, die machen das immer dreimal. Schönen Dank. Und besser wie zweimal. Dreimal, hat man ja gesagt, ist eine ganz besondere Zahl. Deswegen schönen Dank und gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, stopp, stehen bleiben. Oh, Entschuldigung. Ich habe ja was vergessen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, vor so viel Küsserei habe ich doch was ganz Wichtiges vergessen, nämlich einen herrlichen Blumengruß aus dem Blumenhaus Heideprecht für die Prinzessin. Schönen Dank. Dankeschön. Und ich weiß ja, der Prinz, das habe ich im Internet gesehen, der hat sich da abbilden lassen zwischen Reben und hierfür braucht man ja auch Reben. Deswegen eine schöne Flasche und wenn ihr dann irgendwann mal Zeit habt und abends müde nach Hause kommt, ja, dann ist sowas gut. Ich meine Prinzessin genieße. Ja, da, so soll es sein. Sonst in feinstem Zwirn hier angekommen, nämlich die Herren von der ATK, der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval. Und Ihr Präsident, ja, Herr Präsident, in einem ganz anderen Outfit heute. Wie sieht das so aus? Ja, wir haben ja dieses Jahr das Motto Trier feiert, der Globus eiert. Und von daher gesehen haben wir uns natürlich auch mal passend angezogen, weil im dunklen Anzug sieht man uns oft genug und uns macht es auch mal ein bisschen Spaß, uns ab und zu ein wenig zu verkleiden. Und ihr habt ja schon so die ersten Veranstaltungen für diese Session hinter euch und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Einmal habt ihr das letztjährige Prinzenpaar verabschiedet und ich glaube, auch wenn die, ich sag jetzt mal, von außen her kamen, haben die doch ihren Job so ganz gut gemacht. Ja, für zwei Landeier haben sie das schon sehr gut gemacht. Nein, das war ein ganz tolles Prinzenpaar. Wir haben uns ja auch ausführlich bedankt bei den beiden und es war wirklich eine schöne, emotionale Verabschiedung bei der Gala. Willst du mal ein paar Bilder sehen davon? Dann schauen wir uns das mal an. Was sein muss, muss sein. Wir bitten um Einmarsch des noch amtierenden Prinzenpaares Peter dem Ersten und Anja dem Ersten von Hagerteg. Ihr beiden, lieber Peter, liebe Anja, es ist soweit, es wird gleich ernst. Uns bleibt nur noch, uns bei euch zu bedanken.
Ihr wart das erste Prinzenpaar, was nicht von einem Stadtverein bestellt war. Oder andersrum, ihr habt als Landeier die Herzen der Trierer erobert. Ja, anders kann man sich das nicht vorstellen, weil die ersten Anträge bei uns euch lebenslänglich oder wenigstens für ein paar Jahre verpflichten sind eingegangen und das ist kein Scherz. Und ich denke, das spricht für sich. Ihr seid Vollblut-Karnevalisten, ihr seid bescheiden geblieben, ihr seid authentisch geblieben, ihr seid genauso ein Prinzenpaar, wie wir in Trier das gerne haben. Vielen, vielen Dank. Und jetzt seid ihr noch im Amt und ich gehe davon aus, ihr wollt als noch amtierendes Prinzenpaar gerne noch ein paar Worte an das närrische Publikum sprechen. Ja, liebe Herren und Narren, wir freuen uns, Sie heute Abend noch einmal hier in der festlich geschmückten Europahalle als noch amtierendes Trierer Stadtprinzenpaar des Jahres 2018 auf das Herzlichste begrüßen zu dürfen. Das weiß ein jeder, wer es auch sei, gesund und stärkend ist das Ei. Ich bin mir sicher, als Wilhelm Busch 1873 diese Zeilen schrieb, hatte er schon eine gewisse Vorahnung, was der ehrwürdigen Stadt Trier blüht, wenn zwei Landeier wie wir die Regentschaft über das altehrwürdige Trier übernehmen. Aber wir sehen es am Motto der ATK, wir haben es geschafft und haben die Welt zum Eiern gebracht und dann stimmen Sie mir auch zu, kann es ja so falsch nicht gewesen sein. Ein wundervolles Jahr lang durften wir Ihr Prinzenpaar sein und um es mit den Worten unserer Angela Merkel zu sagen, es war uns eine Ehre. Gemeinschaft ihrer Karneval unter Würdigung ihrer großen Verdienste aufgehoben. Sie werden mit dem heutigen Tag extronisiert. Zweitens, ihr hochzulobende Adjutanten und Hofdamen sowie der gesamte Hofstaat sind sofort zu demissionieren. Die Anweisung, die Prinzenrobe sowie die Insignien ihrer Regentschaft, den Kopfschmuck, Federn und Diadem, nicht mehr tragen zu dürfen, unterliegt einer strengen Befolgung. Haben der Bürger Peter Peters und die Bürgerin Anja Meyer allzeit Kontenance zu bewahren. Sie haben zeitlebens kein Recht auf die Eingabe einer Kondition oder einer erneuten und eigenmächtigen Bestallung in die Prinzregentschaft der Stadt Trier. Fünftens, ferner erfolgt die Permission zur Entgegennahme von Honneurs, zur Verleihung ihrer Prinzenorden sowie zur Führung ihres Titels Prinz Peter I. von Hagerteck und Prinzessin Anja I. von Hagerteck bei allen närrischen Anlässen der Karnevalskampagne. So geschehen am 12. Januar 2019 das Präsidium mit dem Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Trier Karneval. Ja, die einen werden verabschiedet, die anderen die kommen und ihr habt dieses Prinzenpaar intronisiert. Was kann man eigentlich sagen? Ein Luxemburger Prinzenpaar für Trier. Ja, es ist doch, wir sind jetzt immer internationaler. Wir gehen aus Trier raus nach Waltrach, jetzt nach Luxemburg. Wer weiß, wo wir noch enden werden. Ach, und deswegen auch schon mal hier dieses Outfit. Man weiß ja nie, wo man mal landet. Ganz genau, das ist. Hier ist der ganze Globus drauf und wir, wie das Prinzenpaar auch schon immer sagt, wir feiern mit offenen Grenzen und ohne Brexit und alles, was dazu gehört. Wir bleiben das, was wir sind. Das finde ich ganz große Klasse.
Ihr habt eine Gala gehabt, wo man wirklich sagen kann, eine Gala. Ihr seid mit dem Kaiser Augustus Ordens, einem Verdienstorden für Leute, die sich besonders engagieren im sozialen Bereich, mit 5.555,55 € gestartet, aber ihr seid irgendwo ganz anders rausgekommen. Wie ging das eigentlich und wie fühlt man sich da als Präsident? Fühlt man sich überrumpelt oder ist man einfach nur glücklich? Ja, einfach platt in dem Moment, aber das ist ja wirklich ein Hammer gewesen, was Johannes B. Kerner da gemacht hat. Wir hatten ihm ja 3 Vorschläge aus der Region genannt. Er sagte so schön, er konnte sich nicht entscheiden. Und dann bekommt halt jeder diese Summe, das war schon der Wahnsinn, die Volksbank, dann noch einen draufgesetzt und mit Katharina Barley nochmal. Und eine Gesamtspendensumme von über 23.000 € für Trierer Organisationen. Da kann man nur den Hut ziehen. Ja, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. 23.000 D-Mark für soziale Einrichtungen in der Stadt Trier. In dieser Stadt, die doch so mit den Finanzen gebeutelt ist. Hast du denn wirklich da auch ein entsprechendes Dankeschön vom OB bekommen? Ja, natürlich. Der OB war auch ganz begeistert. Alle, glaube ich, im Saal waren platt, was da passiert ist an dem Abend. Das war eine einmalige Sache. Ich glaube, sowas werden wir auch nicht mehr erleben. Es wäre schön, aber es wird schon schwierig sein, das nochmal jemals zu toppen. Ja, auch davon haben wir ein paar Bilder. 5.555,55 € zur Verwendung eines sozialen Zweckes seiner Wahl. Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval. Trier, den 12. Januar 2019, das Präsidium. Herzlichen Glückwunsch. Von 5.555 € für einen sozialen Zweck verbunden. Wir bitten um Einmarsch der Vertreter der Volksbank im Vorstand, Herrn Jochen, Herrn Friedrich und Herrn Welwing, zur Überreichung des Spendenchecks. Kommen Sie bitte hier hoch. Ja, also, meine Damen und Herren, es ist ja ein bisschen später geworden, aber es ist ja lustig gewesen, hat großen Spaß gemacht hier. Ich bin wirklich sehr gerne hier und habe die Herzlichkeit gespürt, mit der Sie diesen wunderschönen Abend verbringen. Sehr verehrte Frau Bundesministerin, liebe Katharina, das ist ja wirklich sehr nett gewesen, was du alles gesagt hast. Ist natürlich gnadenlos übertrieben, aber man hört es nicht ungern. Ja? Und insofern will ich da auch gar nicht korrigieren. Es wird mich auch Wochen kosten, das alles richtig zu stellen. Aber insgesamt danke ich dir natürlich für diese wirklich sehr netten Worte. Vielen herzlichen Dank. Ich vermute, dass angesichts der Legionäre hier hinter mir alle Sprüche über den Namensgeber des Ordens schon gemacht worden sind im Laufe der Jahre. Es gibt ja einige Vorgängerinnen und Vorgänger als Preisträger. Deshalb verschone ich Sie mit Ausführungen in die jüngere und ältere Geschichte. Ich denke, dass das alles schon erzählt worden ist und der Mann ist ja schon länger tot, auch die Älteren werden sich nicht mehr daran erinnern, wollen wir ganz ehrlich sein. Ich möchte insofern von dem abweichen, was ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, Ihnen zuzurufen und möchte sozusagen das nochmal zusammenfassen, was ich erlebt habe in den letzten 4 Stunden, 3,5 oder 4 Stunden, weiß gar nicht ganz genau. Also in den letzten 2 Stunden, okay.
beim ersten Vortrag, als sie ganz klein, sagt man hier auch Tanzmariechen, oder also der Tanz, die Tänzerinnen, ja, Tänzerinnen waren es ja, als sie aufmarschiert sind und irgendwo von hinten der Jubel kam, weil das offensichtlich der Heimatverein, die Heimatkarnevalsgesellschaft ist, da habe ich gespürt, dass das zwischen Bühne und Publikum ein ganz besonderes Hin und Her gibt. Dass es hier eine emotionale Intensität gibt, die mich wirklich berührt. Eine Herzlichkeit, eine Ehrlichkeit, eine Aufrichtigkeit, eine Bodenständigkeit, die ich ganz besonders finde. Und das ist das, was ich aus dem Abend mitnehme. Ich danke insofern für das wirklich schöne Erlebnis. Sie alle sind engagiert in Ihren Karnevalsgesellschaften, einige sicherlich auch weit darüber hinaus. Heute habe ich mit einem Rettungssanitäter gesprochen und habe einen kennengelernt, der die Torhüter seines Heimatfußballvereins betreut und trainiert. Also Menschen, die weit über das Engagement für eine Organisation hinaus ihre Zeit opfern für die Gemeinschaft. Und das ist etwas, es gibt immer das Stichwort Ehrenamt und die Frau Ministerpräsidentin hat das ja auch erwähnt, dass das etwas ganz besonders Wichtiges ist. Das ist, sagen manche immer, das ist der Kitt unserer Gesellschaft. Aber heute Abend spürt man, wie haltbar der ist, wie viel Kraft er entwickeln kann, wie schön das ist, dass es das gibt. Ich fühle mich pudelwohl bei Ihnen. Ich möchte fast so weit gehen, ich muss mit dem Schlimmsten drohen. Ich komme wieder. Ja. Zu der späten Stunde jetzt auch nicht besonders lang. Ich habe eigentlich noch zwei Punkte zu sagen. Der Präsident des Bundes Deutscher Karneval war sich nicht ganz sicher, was mit Frau Dr. Barley nach dem 26. Mai ist, ohne dass ich jetzt der naheliegenden Versuchung erliege, hier irgendwelche parteipolitischen Präferenzen zu formulieren. Ich bin weit davon entfernt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie insbesondere ausgestattet mit viel Unterstützung aus ihrer Heimatstadt Trier demnächst in Brüssel tätig ist. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dann hat mir der Chef noch eine schwere Aufgabe gegeben. Ich habe ihn gefragt, nämlich dieses Preisgeld, das muss natürlich sinnvollerweise in der Region verbleiben. Mach mir doch mal einen Vorschlag. Und dann ist er so frech gewesen und hat mir drei Vorschläge gemacht. Was machst du dann, wenn drei so wirklich dolle Organisationen, und ich habe das im Internet danach gelesen, weil er mir dankenswerterweise auch die entsprechenden Links geschickt hat, nämlich einerseits die Rollstuhl-Basketballer, andererseits ein Verein, der Nestwärme heißt und sich beschäftigt mit Familien, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung und oder Behinderung von Kindern einfach destabilisiert sind in ihrer familiären Struktur, und einen weiteren Verein, der sich beschäftigt mit krebskranken Kindern, insbesondere auch den Angehörigen von krebskranken Kindern. Also drei Organisationen hier aus der Region, die Menschen begeistern einerseits, aber die einfach Menschen helfen auf einer ganz persönlichen und mitmenschlichen Ebene. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Das ist die ganze Wahrheit. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass die Rollstuhlbasketballer, also RSC heißt der Verein, glaube ich, ne? Dass die Rollstuhlbasketballer 5.555,55 € bekommen und dass die beiden anderen Organisationen aus meiner Tasche jeweils den gleichen Betrag bekommen. Nehmen Sie das mit nach Hause. Tragen Sie das in Ihre Familien, tragen Sie das in Ihre Gemeinschaften, ganz gleich, ob das kirchliche Gemeinschaften sind, ob das Vereine sind, ob das irgendwelche Netzwerke sind, in denen Sie tätig sind. Machen Sie Werbung dafür, dass es gemeinsam besser geht als alleine. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.
vielen Respekt, Herr Werner. Das haben wir hier noch nie gehabt. Und wir nehmen das gerne zum Anlass, den Betrag bei allen drei Begünstigten auf 6.666,66 € zu erhöhen. Das geht. Wenn wir denn schon dabei sind, ich habe zwar von den unterschiedlichen Gehaltsgefüge gesprochen, aber dann erhöhe ich auf 7.777. Ja. Alles, was ich jetzt sage, ist verkehrt. Da kann man. Wahnsinn. Es geht so, wie Sie mich zuerst mal angerufen haben, habe ich gesagt, der Mann macht einen sehr netten Eindruck. Und das hat sich bestätigt, nicht nur wegen Ihrer Spende, sondern auch, wie Sie handhaben, wie wir heute den Tag verbracht haben. Es war so angenehm, so freundlich, so nett, so offen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und mir bleibt eigentlich jetzt nur noch, mich bei allen zu bedanken. Natürlich bei der Volksbank für die starke Unterstützung, natürlich bei Katharina Barley für die Super Laudatio, natürlich bei den Römern für das Geleit, was sie uns gegeben haben. Und ja, meine lieben Zuschauer, so ist das Karneval. Die machen mich verrückt, die Kerle hier. 23.000 D-Mark habe ich gesagt. Ich habe es gar nicht gemerkt, aber natürlich, die Eurozeit ist bei mir auch angekommen. Ich habe es gemerkt. Und ich hoffe, ja, es ist zwar nicht zu toppen, aber ich hoffe, dass ihr noch recht viel Erfolg mit diesem Orden und damit auch für euer Engagement habt. Jetzt aber noch zu eurem Anliegen für die Zukunft. Was steht noch alles auf dem Programm von der ATK? Ja, wir haben natürlich noch die Proklamation und Weiberfasnacht, wo wir alle recht herzlich einladen. Und natürlich den riesen Rosenmontagszug am Rosenmontag. Das wird natürlich nochmal eine ganz tolle Fete. Und da wir ja jetzt quasi im karnevalistischen Sommer sind, mit 4. März, hoffen wir doch auch, dass Petrus ein Einsehen hat, wenn wir mal richtig Sonnenschein haben und Temperaturen knapp unter 20 Grad. Oh, das wäre natürlich was Besonderes. Und was ziehst du dann an? Ja, wir haben ja schon die dünnen Stoffe und unten drunter kann man sich ja passend anziehen und es geht noch alles rein bei den meisten. Ja, dann hoffe ich, dass ihr recht viel Erfolg damit habt. Sicherheit ist immer so ein Thema. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Eigentlich habt ihr das doch ganz gut im Griff, kann man sagen. Ja, dank der super Zusammenarbeit, muss man nochmal sagen, mit der Stadt, der Polizei, der Feuerwehr und allen, die dazugehören, haben wir das eigentlich die letzten Jahre ganz gut geregelt. Und wir hoffen halt einfach, dass die Sicherheitsstufe so bleibt, wie sie jetzt ist und nicht noch zusätzliche Auflagen kommen, damit wir wirklich in aller Ruhe sicher, aber auch schön feiern können. Ja, und das wollen wir auch den Karnevalisten sagen, dass sie zum Feiern nach Trier kommen, an die entsprechenden Stellen, nämlich in die Stadt am Rosenmontag oder auch an Weiberdonnerstag und nicht um irgendwo Krawall zu machen oder was auch immer. Denn feiern bedeutet was anderes. Und ich hoffe, dass ihr auch richtig dann feiern könnt und eure Arbeit auch genießen könnt, die ihr über viele, viele Monate geleistet habt. Und dafür auch mal schönen Dank, dass die ATK mit so vielen Vereinen, wie viele sind es? 17 Vereine im Moment. Und zwar auch nicht nur von Trier, sondern auch vom Umland habt ihr die geschafft, alle mit in dieses Boot zu bringen. Das ist eine ganz tolle Sache und da wird ja auch viel, viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. Und dafür euch und den Vereinen auch einmal von dieser Stelle recht herzlichen Dank. Und jetzt ab zu eurem Termin Ausmarsch. Danke. Herzlich willkommen, die Zevener Backnaufen mit dem Michael Heinzen. Und er hat natürlich auch, ja, wie könnte es anders sein, Frauen Power mitgebracht. Michael, einmal Zeven, ja, und auch in der Stadt, in der ATK drin seid ihr. Und heute hast du hier ja ein ganz besonderes Kostüm mitgebracht. Ja gut, die Zevener, das sind ja bekannt für die Erdbeeren und da haben wir unsere Zevener Erdbeere, nicht offiziell, aber im Outfit von einer Zevener Erdbeere mitgebracht, unsere mittlere Garde, aber ich glaube, da kann die Dame, ist nämlich unsere Trainerin, eine unserer Trainerinnen, mehr dazu sagen. Ja, aber Erdbeere, dann müsstet ihr ja jetzt, das ist ja was ganz Neues, was ihr da kreiert habt, müsstet ihr ja eigentlich von eurem Oberhaupt da dann auch eine besondere Belobigung bekommen, sage ich jetzt mal, vielleicht auch in finanzielle Unterstützung. Das wäre schön, nee, aber die Erdbeeren gibt es schon etwas länger und ja, aber was soll man dann so sagen? Also ja.
Vielleicht ergibt sich ja da doch noch etwas. Moment, wir wechseln dann mal ganz schnell, wenn man sagt, nicht offiziell, aber doch auch überhaupt auf die Idee zu kommen, so ein Kostüm zu tragen. Wie kommt man dazu? Ja, so als Ur-Zevenerin. Ne? Zeven ist für Erdbeeren bekannt, schon immer gewesen, durch den Bauer Greif und so. Und da dachten wir einfach, wenn wir mit den Kindern oder so für Zeven irgendwo rumlaufen, dann können wir das nur als Erdbeere tun. Und da haben wir uns halt dazu entschlossen, uns Erdbeerkostüme zuzulegen. Ich bin jetzt nicht die Einzige, es sind halt noch ein paar Mamas oder Betreuerinnen von den ganzen Kindergruppen. Und wir gehen dann immer, wenn wir dann am Umzug oder so mitlaufen, als Erdbeeren. Ist das jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal oder ist das schon über längeren Zeitraum? Das ist schon über längeren Zeitraum, also seit mehreren Jahren. Ja, seit letztem Jahr haben wir uns jetzt mal so ein bisschen schönere Erdbeerkostüme zugelegt. Sonst waren das eher so kleine Plüschteile, die waren jetzt auch nicht schlecht, die waren für den Umzug ganz gut. Aber ja. Aber die Erdbeeren sind naturbelassen, nicht gespritzt und man braucht also da keine Angst zu haben, wenn man die isst, dass da irgendetwas so hängen bleibt, das Glyphosat oder was weiß ich, nicht alles? Ne, die sind 100% Bio, aus Eigenanbau. Eigenanbau, gut. Das finde ich toll. Ja, und ihr habt da also eine Garde mitgebracht. Wie ist das, so eine Garde zu trainieren? Ja, das liegt mir unheimlich am Herzen. Also ich bin selbst im Verein seit Beginn an und habe auch selbst in der Garde 10 Jahre getanzt. Und jetzt ist es 5. Jahr, wo ich Garden trainiere. Mittlerweile sind es insgesamt 29 Kinder, die seit letztem Jahr auch gemeinsam als eine Riesengruppe auftreten, was so ein bisschen schwierig ist, ne, auf der Bühne das Ganze so dann zusammenzukriegen. Aber ja, wir geben uns alle Mühe. Das hier ist jetzt der kleinere Teil davon. Insgesamt sind es jetzt 3 Gardegruppen. Ja, und die sind am Anfang ihrer Karriere. Und sind die pflegeleicht, die Mädchen? Ja, die sind pflegeleicht, aber ich bin auch nicht so pflegeleicht, daher. Also es passt zusammen und es muss ja nicht immer pflegeleicht sein, also das wäre natürlich auch zu viel. Michael, wie sieht's aus? Och, der hat schon Karten in der Hand. Michael, sag mal, was es mit den Karten da auf sich hat. Ja, wie auch letztes Jahr verlosen wir dieses Jahr für jede Sitzung 2 Karten. Das eine erste Sitzung ist am 23.02. Die nächste Sitzung ist dann am 2.3. und zwischendurch haben wir auch noch unser Männerballett-Festival an Weiber Fasnacht. Männerballett-Festival, ich kann mir vorstellen, das ist doch auch so was Besonderes, ein Highlight. Da geht donnerstags in Zeven der Punk ab, kann man so sagen. Also das ist auch über die Region hinaus bekannt und da sind ja von Umgebung und überall her kommen dahin die Leute. Dann habt ihr ja auch noch einiges vor. Wie sieht das aus, immer wieder Leute zu finden, zu motivieren, mitzumachen, Redner zu finden oder ja mit Tänzerinnen? Habt ihr ja schon einen entsprechenden Nachwuchs? Also ich glaube, meine Vorgänger und auch alle, die jetzt im Vorstand tätig sind, die geben alles dafür, dass wir schon seit Jahren da guten Nachwuchs haben. Und ja, ich glaube, da sind wir immer auf einem guten Weg. Es wird immer noch besser und auch andere Vereine haben so super Programmpunkte, die dann mal zu uns kommen. Also da sind wir in Trier, glaube ich, bestens aufgestellt. Und wie sieht das aus jetzt mit eurem Kartenvorverkauf? Läuft der? Der läuft schon seit unserem Adventsmarkt am 1. und 2. Dezember. Der läuft hervorragend und wir wollten trotzdem sagen, wir haben zweimal zwei Karten reserviert, damit wir dann auch noch, wie gesagt, eurem Publikum die Chance geben. Ja, das ist ein schöner Zug von euch und ich glaube, wir finden einige Leute, die Interesse daran haben. Das wird also keine Sache sein, die irgendwo liegen bleibt. Hm? Und der Frank wird also schon dafür sorgen, dass die dann auch an den Mann oder heute muss man ja schon sagen, an die Frau kommt und die darf dann auch einen Mann mitbringen oder wie auch immer. Es können auch 2 Männer oder 2 Frauen sein. Ihr seid da auch flexibel. Wir sind da voll aufkommen offen. Gut. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und hoffentlich immer wieder auch die entsprechenden Öko-Erdbeeren dazu und auch die jungen Erdbeerchen noch, dass die recht zahlreich sind, damit ihr eure Garden und euer Programm aufrechterhalten könnt. Und schönen Dank und eine gute Session von der Pinnwand. Vielen Dank. Bei mir hat Aufstellung genommen das Prinzenpaar von Konz mit seinem Gefolge. Und da muss man aufpassen, damit man keinen Fehler macht. Nämlich,
das ist die Confluentia. Karin die Erste mit ihrem Prinz Rainer dem Ersten. Warum ist das so wichtig, nicht Prinzessin, sondern Confluentia zu sagen? In unserem Verein ist es mittlerweile Tradition, dass es eine Confluentia ist, weil in Konz fließt ja die Saar und die Mosel zusammen, der Zusammenfluss. Und aus diesem Grunde Confluentia. Es gibt noch eine zweite Confluentia in Deutschland, das wäre dann die aus Koblenz. Und deshalb haben wir das auch gemacht. Dort trifft die Mosel auf den Rhein, bei uns die Saar auf die Mosel und deshalb Confluentia. Und so wie das in der Vergangenheit war, gab es ja sehr oft, meist sogar kann man sagen, eine, in Anführungszeichen, nur eine Confluentia. Aber in diesem Jahr eine Confluentia mit einem Prinzen. Wieso das denn? Ich habe gesagt, wenn ich auf die Bühne gehe und mich für dieses Amt bewerbe, dann nur mit Prinz. Mit viel Überzeugungskraft, die wir Frauen ja haben, hat er sich dann auch überreden lassen und ist zu meinem Prinzen geworden. Jetzt muss ich natürlich auch mal den Prinz zu Wort kommen lassen. Bei ja, es hat mich doch erfreut, dass sie mich als Prinzen gewählt hat, zumindest mal im Karneval. Familiär sind wir ja schon verbunden und deswegen ist es eine tolle Zeit. Ich wollte es nicht missen bis jetzt. Oder war es so, dass der Prinz seine Confluentia ja nicht allein ausschicken wollte, aussenden wollte zu diesen vielen närrischen Veranstaltungen und dann um des Lebens, Friedens willen den Prinz gemacht hat? Eigentlich nicht. Ich hätte sie auch alleine als Confluentia in die Welt geschickt. Aber ich begleite sie sehr gerne und es macht riesig Spaß. Also, das ist ja doch schon ein Wort. Es hat sich also gelohnt, kann man sagen. Ja, das war die richtige Entscheidung. Ja, Confluentia in Konz. Ja. Wie sieht das Leben als Hoheit denn in Konz aus? Ja, wir haben unsere Intronisation im November immer. Dann haben wir unseren Prinzenempfang, der war jetzt diese Woche. Und am 24.02. haben wir unseren Karnevalsumzug, schon auch schon aus Tradition, eine Woche vor dem traditionellen Karneval, um möglichst viele Leute zu unserem Umzug mitzureißen, mitzufangen und dass auch viele Leute bei uns mitgehen. Und damit also auch schon ein volles Programm. Und sonst habt ihr ja auch noch eine Sitzung gehabt, aber mit einem solchen gestandenen Prinzenpaar, das dann überall auch präsent ist, wäre das ja doch ein bisschen viel gewesen, oder? Das wäre zu viel. Wir sind ja in Konz zwei Vereine und die Sitzung führt unser Mitverein aus Konz aus, wo wir dann auch den ganzen Abend zu Gast sind. Aber wir haben uns mehr darauf auf den Straßenkarneval bezogen und unsere Freunde in den diversen Karnevalsvereinen zu besuchen. Und so ist das sehr gut bei uns in Konz geregelt. Und wie wird man jetzt Confluentia? Ist da der Andrang groß oder muss man dazu halb gezwungen werden oder wie sieht das überhaupt aus? Also bei uns war es ganz freiwillig. Wir haben uns freiwillig beworben und sind auch sehr gerne genommen worden. Sonst ständen wir heute nicht hier. Und was hat die Confluentia denn so mit dem Karneval gemein? Außer jetzt Confluentia zu sein, gibt es da schon eine längere Blutsverwandtschaft oder sowas? Die letzten Jahre habe ich, also ich bin gebürtige Rheinländerin, deshalb liegt es mir eh im Blut, bin dann aus Liebe nach Konz gezogen und die letzten Jahre war es sehr schön, schon die vorherigen Confluentien zu begleiten, sei es als Hofdame oder als Ordensminister, was mir auch sehr gut gefallen hat und da habe ich gesagt, warum sollte ich es jetzt nicht mal selber machen? Ja. Wenn man so lange, ich sag jetzt mal, geprobt hat, dann muss man doch auch einmal wirklich zeigen, was man kann. Richtig. Das also überall Frauenpower dieses Jahr im Karneval. Hier ist also diese Quotenregelung längst schon geschafft. Das kann man so sagen. Insbesondere auf dieser Bühne stehen ja noch zwei Ex-Confluentien. Die erste Confluentia, die wir überhaupt hatten, Confluentia Marion. Und, Moment, ich sehe sie jetzt nicht, da ist sie, unsere Confluentia Viviane vom letzten Jahr. Und
die hat man auch wieder im Boot gemacht, ja, mit so viel, wie soll ich dann sagen, Frauenpower, aber auch die so viel Know-how schon mitbringen, kann ja dann eigentlich nichts mehr schief gehen. Karnevalszug in Konz. Es gibt doch überall Karnevalszüge. Wie kriegt man da immer wieder die Leute motiviert und auch die Leute an den Straßenrand, die Zuschauer, die kommen, damit sich die Arbeit auch, die gemacht wird, irgendwie lohnt? Wie kriegt man die motiviert? Ja, das fällt schon ziemlich schwer, aber wie gesagt, aus diesem Grunde, um die Leute dann vielleicht auch schon auf Karneval einzustimmen, ist eben bei uns der Umzug eine Woche vorher. Da haben wir auch dann den Vorteil, dass auch viele, also dieses Jahr mehr Wagen bei uns mitgehen, weil die eben alle noch nicht so weit sind und dann schon in die richtige Stimmung kommen. Ja, und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, denn so viel Arbeit für einen Umzug zu machen, das ist ja doch ein bisschen, sage ich mal, ja, ist eigentlich zu schade. Und deswegen, dass man hier sich jetzt ein bisschen so verteilt, auch über einige Wochenenden hin, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Nein, das sehe ich auch so. Rosenmontag sind wir natürlich mit großer Freude hier in Trier dabei. Und das sind eigentlich für uns die größten Tage. Unser Fastnachtsumzug sowie hier in Trier dann mit allen zusammen den Karneval richtig zu feiern. Ja, dann schönen Dank und wünsche ich der Prinzessin, der, ach, jetzt ist es doch passiert. Also ich habe mir doch so, der Confluencia, viel Spaß noch in der verbliebenen Zeit mit ihrem Prinzen. Und ich glaube, bei dieser Statur braucht man auch als Prinzessin keine Angst zu haben mit einem solchen Gefolge, dass man irgendwo dann in diesen, ja, schwierigen Zeiten überfallen wird oder den Räubern zum Opfer fällt. Das wird also hierbei nicht geschehen. Und auch für die Confluencia einen kleinen Blumenkranz aus dem Blumenhause Heidebrecht und natürlich für den Prinzen etwas, damit er nach einem anstrengenden Tag dann doch noch mit seiner Confluencia, bevor es zu Bett geht, vielleicht noch ein kleines Gläschen trinken kann und den ganzen Tag und den Stress Revue passieren lässt. Und auch ich möchte oder wir möchten gerne unseren Orden überreichen. Der ist dieses Jahr kreiert worden von Roland Grundheber, der ja auch sehr bekannt ist und uns herrlich als Karikaturen dargestellt hat. Und unverkennbar. Das ist wichtig, dass man das auch im Karneval kann. Und, sagen wir mal, auch über sich selbst dann noch lachen kann und das Ganze nicht so bierernst nimmt. Und dafür wünschen wir euch eine schöne Zeit und sagen Dankeschön, dass ihr hier wart und Ausmarsch bitte. Eine Hochburg im Trierer Karneval oder besser gesagt im Umland von Trier ist Waldrach. Und begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die Prinzessin von Waldrach mit ihrem Gefolge, Lea die Erste. Hello! 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 So, ich darf mich neben die Prinzessin stellen. Ja, Prinzessin Lea die Erste, so jung, aber nicht nur jung im Karneval. Also im Karneval kann man sagen, schon eher eine gestandene Frau, die da schon ihre Erfahrungen gesammelt hat. Genau, ja. In Waldrach war ich auch schon Kinderprinzessin und letztes Jahr durfte ich das Stadtprinzenpaar als Hofnarr begleiten. Also bin ich schon lang im Karneval aktiv. Wie war das denn? Hat man so Erfahrungen gesammelt? Das war ja ein, sage ich jetzt mal, zeitaufwendiger, manchmal wahrscheinlich auch nervenaufreibender Job. Wie ist man damit umgegangen? Was hat das in dir bewirkt? Ja, es war eine wunderschöne Zeit. Wir haben viele nette Leute kennengelernt, durften da beim Stadtprinzenpaar die eher witzige Rolle haben als Hofnarren, haben die Leute motiviert und waren halt lustig unterwegs, haben die Leute zum Lachen gebracht. Es war eine schöne Zeit. Und jetzt stehst du heute als Prinzessin von Waldrach, Lea die Erste, auf der Bühne hier. Darf ich mal fragen, wo ist denn der Prinzgemahl? Ja, ein Prinz in Waldrach gibt es dieses Jahr nicht. In Waldrach herrscht dieses Jahr Frauenpower. Also ihr habt das mit der Quote schon längst geschafft und die Quote schon gesteigert, kann man sagen. Ja, kann man. Und das macht dir auch Spaß, so sage ich jetzt mal, ohne Prinz durch die Säle zu ziehen?
Ja, ist auch sehr schön. Ich habe meinen Hofstaat, meine Hofdamen und meine Adjutanten, die begleiten mich. Also bin ich auch nie alleine unterwegs. Und dann braucht man auch keine Angst da zu haben, die werden dich entsprechend gut beschützen? Ja, meine Adjutanten beschützen mich sehr. Sie sind sozusagen meine Security. Toll, Waldrach Security. Das ist also auch schon was ganz Tolles. Ihr seid ja bekannt in Waldrach, dass ihr immer ganz groß feiert. Und in diesem Jahr mit einer Prinzessin, kann ich mir vorstellen, wirst du natürlich Wert darauf legen, dass das so bleibt. Ja, wir haben dieses Jahr in Waldrach ein Jubiläum, 44 Jahre Narrenglück, KVW total verrückt. Wir haben noch die Kindersitzung und eine erste und zweite Kappensitzung und am 3.3. unseren Umzug in Waldrach, wo ich hoffe, dass viele Menschen kommen und zuschauen werden. Und natürlich fahren wir auch an Rosenmontag hier in Trier mit. Also habt ihr ja auch ein volles Programm. Wie stehst du das so? Aber du hast ja Erfahrung damit. Ja, unser Programm ist zum Glück nicht so anstrengend wie das vom Stadtprinzenpaar. Unsere Wochenenden sind eher gemacht. Also wir haben so 2 bis 3 Auftritte am Wochenende, nicht so wie mit dem Stadtprinzenpaar. Also ist das gut zu managen. Ja, dann hoffe ich, dass auch wenn es jetzt kälter wird, dass alles glatt geht, du keine Erkältung bekommst, damit du alle Termine durchstehen kannst. Umzug in Waldrach. Wie sieht das da aus mit Wagenbau und so weiter? Das kann ich mir vorstellen, wird ja immer problematischer, Leute zu finden, die sagen, also für so ein paar Stunden da bei der Kälte über Monate lang in einer Garage oder wo einen Wagen aufzubauen, da braucht man doch motivierte Leute. Wie findet man die? Ja, also wir haben ja letztes Jahr auch den Prinzenwagen von Trier neu gebaut. Da hatten wir viele motivierte Leute. Zum Glück muss ich dieses Jahr keinen Wagen bauen. Mein Wagen steht schon fertig in Trier. Aber sonst gibt es halt motivierte Menschen, die auch Wagen bauen. Wir haben jedes Jahr in Waldrach schöne neue Wagen dabei, die sich auch jedes Jahr verändern. Und natürlich die entsprechenden Fußgruppen. Frauenpower auch da wieder angesagt? Na klar, die Garden gehen alle mit, aber auch Musikvereine, wo auch natürlich Männer dabei sind. Also die Männer, die schließt ihr nicht aus, sondern die dürfen auch kommen. Ja, natürlich dürfen Männer auch kommen. Ja, also Männer, auf zum Frauenpower nach Waldrach. Ja, dann schönen Dank, dass ihr hier bei uns wart und wir wünschen euch natürlich eine tolle Session. Ich habe noch einen Orden dabei für dich. Oh, das finde ich aber nett. Gut, danke schön. Bitte. Ja, und für die Prinzessin von uns aus dem Blumenhaus Heideprecht einen kleinen Strauß. Dankeschön. Und viel Erfolg und viel Spaß bei den närrischen Tagen in Waldrach und in der Umgebung. Dankeschön für euren Besuch. Meine lieben Zuschauer, ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind natürlich recht, recht froh und dankbar, dass wir hier diese närrische Pinnwand im Casino hier in Trier am Kornmark aufnehmen dürfen und dass Erik Naunheim uns diese Location, wie man heute sagt, zur Verfügung gestellt hat. Und er ist ja ein umtriebiger Gastronom und in diesem Casino finden also ganz tolle kulturelle Veranstaltungen statt. Natürlich wie die Pinnwand, aber am Weiberdonnerstag hat er auch hier im Casino ab 16 Uhr eine Band zu Gast, nämlich die Kölschen Jungs. Und die werden hier einheizen, aufspielen und dann gibt es Party bis zum frühen Morgen. Also wenn Sie hier im Straßenkarneval einsteigen, eine gute Adresse, Casino am Kornmark. Und Erik, nochmal schönen Dank, dass wir hier sein durften. Ich habe es schon mehrmals gesagt, in diesem Jahr ist Frauenpower angesagt und zwar in einem Maße, ja, dass man sagen kann, hier müssen die Männer jetzt allmählich aufpassen, dass sie nicht ganz an den Rand gedrängt werden, denn Aufstellung haben hier bei mir genommen und ich begrüße ganz herzlich aus Pfalzel vom KV Palencia, nämlich die beiden Prinzessinnen, und zwar die Prinzessin Jenny die Erste und Tanja die Erste. Herzlich willkommen hier bei uns in der närrischen Pinnwand. Jetzt muss ich mal fragen, 2 Prinzessinnen und kein Prinz dabei? Nein, wir sind in diesem Jahr das erste lesbische Prinzessinnenpaar hier in Rheinland-Pfalz, was es gibt. Mega stolz natürlich darauf, unseren Verein damit repräsentieren zu dürfen.
natürlich auch sehr aufregend, mit tollen Momenten verbunden, was ganz Neues eben. Ja, was ganz Neues. Und auf dieses Neue, wie reagieren die Leute darauf? Also wir müssen sagen, es ist bisher sehr, sehr positiv aufgenommen worden, egal wo wir hinkamen. Wir wurden herzlich empfangen und so kann es weitergehen. Also man kann sagen, die Zeiten haben sich auch da geändert und man ist aufgeschlossener geworden. Definitiv. Und ihr seid mit eurer Entscheidung, die ihr getroffen habt, auch zufrieden und sagt, ach, hätten wir doch nur die Finger davon gelassen? Um Gottes Willen. Also ich hatte schon ein bisschen Bammel davor, wie werden die Menschen drauf reagieren. Aber ich muss sagen, wir werden überall so herzlich aufgenommen. Ich würde mich eher ärgern, wenn ich es nicht gemacht hätte. Oh, das ist ja eine tolle Aussage. Und wie sieht denn jetzt bei der Palencia der Karneval aus? Auf was steht denn an Veranstaltungen bei euch alles auf dem Programm? Also wir starten am 15.02. mit unserem Ordensfest im beheizten Festzelt. Es geht weiter am 16.02. mit unserer Galasitzung. Am 17.02. haben wir einen bunten Nachmittag und am 3.03. haben wir unseren Umzug in Pfalze mit anschließender Party im Feuerwehrhaus. Also nicht mehr dann im Zelt. Wer kam eigentlich auf die Idee, euch als Prinzessinnen so vorzuschlagen? Wie kam das? Der Chef. Der Chef? Der Chef war's. Dann muss ich mal rüberkommen zum Chef. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch zu einer solchen Entscheidung. Was hat den Chef eigentlich dazu bewogen? Hat das länger in ihm, sage ich jetzt mal, gebrodelt, bis es rauskam? Oder wie ist man so ein Thema überhaupt angegangen? Das ist ganz einfach. Wir haben dieses Jahr 22-jähriges Jubiläum. Und es war die Frage, mit Prinzenpaar oder ohne. Und die beiden sind bei uns so engagiert im Verein, gesagt hat, das wäre eine Sache wert. Einfach damit wir mal ein Zeichen setzen in Deutschland. Und dieses Zeichen ist euch wirklich geglückt. Ihr habt aber noch etwas Besonderes in Pfalzel, denn ihr feiert da in einem Zelt. Nun kann ich aus eigener Erfahrung sagen, was es bedeutet, im Winter ein Zelt aufzustellen und das über einen längeren Zeitraum dann auch noch zu bewirtschaften und schneefrei zu haben und. Wie schafft ihr das? Wie macht ihr das? Wir haben in Pfalzel eine gute Manpower. Tolle Vereine, die uns helfen, tolle Leute, die uns helfen. Und dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Und sonst könnte man das wahrscheinlich auch nicht stemmen? Nein, es ist schon ein Haufen Arbeit, das Ganze hinzukriegen, an einem Wochenende aufzubauen, ein Wochenende feiern und am nächsten Wochenende wieder abzubauen. Wie sieht das denn aus, wenn jetzt das Zelt geheizt wird? Kommen denn von oben keine feuchten Tropfen darunter? Wie sieht das heute aus? Das Zelt ist so gut geheizt, dass keine Tropfen runterkommen können. Oh, dann hat sich ja da doch einiges geändert als meiner Zeit. Ich weiß noch, wir haben das Zelt ausgekleidet mit Teppichen und was weiß ich nicht alles. Und dann, wenn es geschneit hat, nachts auf das Dach vom Zelt. Aber das alles braucht man heute nicht mehr? Nein, braucht man heute nicht mehr. Die Dachneigung ist so gut, dass da der Schnee runterrutscht. Ja. Ansonsten muss man ein bisschen nachhelfen von innen, aber man braucht nicht oben drauf zu krabbeln. Und das finde ich ja schon eine ganz tolle Sache. Ich komme nochmal zwischen euch beiden. Ihr habt auch ein besonderes Motto ausgesucht für dieses Jahr. Genau, das Motto ist, wir haben ja zum einen Jubiläum von 22 Jahren und passend dazu ein Kessel Buntes, passend zu den 22 Jahren, damit alles nochmal auflebt und passend auch zu euch. Genau. Kann man wirklich sagen. Und ich muss euch oder darf euch auch gratulieren, dass ihr den Mut habt und die Power habt, dazu zu stehen und dass es euch dabei auch noch so viel Spaß macht. Denn das sieht man euch an. Es ist also keine Sache, die man jetzt mal so auf den Tisch bringt, die mal einfach gesagt werden muss, sondern das macht auch noch Spaß und das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen bedanken wir uns und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Und ihr habt ja die entsprechende Manpower und einmal einen kleinen Blumengruß. Und da wir ja nicht genau wissen, wie das ist, wer für was zuständig ist, aber ich glaube, ihr kommt auch damit zurecht und habt keine Schwierigkeiten, sowas zu öffnen. Nee, haben wir nicht, weil wir privat ja auch verheiratet sind, von daher passt das schon zusammen. Also das wird dann ein gelungener Abend. Genau. Ja, hoffentlich habt ihr noch viele schöne gelungene Abende auch in eurer Session 2019
und denkt dann noch gerne an diese Zeit zurück. Danke. Wir haben natürlich auch unseren aktuellen Orden noch mitgebracht. Den möchten wir gerne noch verleihen. Dankeschön. Ein Kessel Buntes. Ja, schönen Dank dafür. Und wie gesagt, euch eine schöne Zeit und meine Damen und Herren, passen Sie gut auf Ihre beiden Prinzessinnen auf, denn ihr habt wirklich etwas Neues geschaffen und dafür allein schon Respekt auch von der Pinnwand. Und wie gesagt, viel Erfolg bei den Veranstaltungen und in der weiteren Vereinsgeschichte für euch, für den KV Palencia. Meine lieben Zuschauer, ich darf jetzt um den Einmarsch des Prinzenpaares von Trier-Euren bitten, vom KC Grün-Weiß Trier-Euren und mit der jugendlichen Prinzessin, nämlich mit Alina und ihrem Hofnarren Lucie. Aber das Besondere in diesem Jahr, Entschuldigung, ich komme jetzt mal dazwischen, ist also dieses Prinzenpaar von Euren, nämlich Ali und Sabine, die Ersten. Ali der Erste, Sabine die Erste. Und zwar nach vielen, vielen Jahren, man könnte schon sagen, eine närrische Zeit habt ihr gebraucht, bis ihr mal wieder ein Prinzenpaar gefunden habt in Euren. Ja genau, die närrische Zahl, 33 Jahre, das erste Prinzenpaar. In Euren. Und wie kommt es, dass denn jetzt auf einmal wieder ein Prinzenpaar in Euren, das diesen Stadtteil regiert? Ja, das hat ein bisschen lang gedauert. Also wir fahren mit Freunden öfters nach Köln. Und in Köln liegt ja Karneval in der Luft. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das uns infiziert hat. Und jetzt, nach 33 Jahren, haben wir gesagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir das. Aber Entschuldigung, ihr braucht aber sonst nicht immer so lange? Nee, eigentlich nicht. Kommt drauf an, für was. Ja, gut. Also 33 Jahre hat es gedauert, Prinz und Prinzessin zu werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie fühlt man sich da neben dem Prinzenpaar hier in der Stadt Trier, Prinzenpaar im Stadtteil Trier-Euren zu sein? Denn das darf man ja auch sagen, ihr seid das einzige Stadtteilprinzenpaar. Ja gut, das hat sich jetzt dieses Jahr angeboten. Wir sind so quasi die Verbindung zwischen Luxemburg und Trier, weil wir genau dazwischen liegen. Ach, damit das Trierer Prinzenpaar den Weg nicht so weit hat. Ach, ihr denkt aber schon ganz schön weit in Euren. Also muss man schon sagen, ihr bezieht alles mit ein. Ja, natürlich. Das ist für alle hier wichtig, wie schon gesagt wurde, Europa ist auch schon mal in Euren hier ein bisschen präsent gewesen, dann oder umgekehrt vielmehr. Und das müssen wir unterstützen. Wir sind ganz, ganz sehr verbunden mit dem Stadtprinzenpaar und so soll das auch fortgeführt werden. Das ist ja auch, also ich finde, es eine ganz tolle Idee. Das kann man, denke ich, auch ruhig mal an dieser Stelle sagen. Einmal, dass man das geschafft hat und zweimal, dass das jetzt auch überhaupt kein Thema mehr ist. Denn, meine Damen und Herren, ich bin ja schon ein älteres Bausemester. Ich kann mich noch erinnern, dass man ja Angst hatte, als man über die Grenze nach Luxemburg gefahren ist. Was hat man, eine Tafel Schokolade oder was weiß ich, eine 250 Gramm Kaffee, oder hat man getankt und man hat die Tankuhr, wenn man reingefahren ist, auf voll gestellt, damit man überhaupt da tanken konnte. Ja, also die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Und wenn man solche liebenswerten Menschen wie der Pierrot und die Marie-Claire als Stadtprinzenpaar hat, dann kann nur alles gut werden. Ja, und das, glaube ich, ist also auch ein Zeichen für alle Europaskeptiker. Man muss sich einmal vorstellen, wir würden hier die Räder zurückdrehen und irgendwo wieder Grenzbäume aufstellen. Das würde bei uns hier überhaupt nicht mehr funktionieren. Nein, das wäre ganz, ganz schlimm, traurig. Und wir öffnen die Grenzen. Wir möchten wirklich alle mitreißen, in Stadt und Land, wirklich an dem tollen Karneval, der in Trier gelebt wird, teilzunehmen. Und ja, wer von euch beiden war denn jetzt, sage ich mal, die Triebfeder von dem Ganzen da, Prinz oder Prinzessin zu werden?
Also ich würde sagen, das verteilt sich auf die Jahre. Einmal sie, einmal ich und wir konnten uns nie entscheiden. Und jetzt war quasi mehr oder weniger zusammen und da hat meine Frau zu uns gesagt, also wenn das jetzt nicht macht, dann hört besser auf damit. Also man muss das auch einmal sagen, die beiden sind also kein Paar von sich aus. Nein, meine Frau steht rechts daneben als Hofdame und ihr Mann ist heute leider nicht dabei, aber da sagt die Prinzessin am besten selbst heute. Ja, mein Mann unterstützt uns als Adjutant, kann aber heute leider nicht dabei sein, weil auch er hat heute Geburtstag. An dieser Stelle, auch wenn es nicht passt, Kalle, herzlichen Glückwunsch. Ja, wollen wir dem Kalle denn mal so ein kleines Ständchen bringen? Kriegen wir das hin? Die Euerner sind ja auch im Singen ganz gut, habe ich mir sagen lassen. Also, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Kalle, Happy Birthday to you. Ja, lieber Kalle, ich hoffe, dass du genug zu trinken im Haus hast, wenn die vorbeikommen. Ne? Wie sieht es aus? Ihr seid ja agil, ihr seid ja aktiv in euren, da ist eigentlich immer was los, im Karneval ganz besonders. Ihr habt einige Veranstaltungen. Ja, am 16.02. und am 23.02. jeweils Sitzung, am 24.02., aber das hätten Sie besser gesagt, gibt es einen Kindermaskenball. Moment, dann gehen wir doch mal rüber. Kindermaskenball ist, wir haben also hier eine Prinzessin und jetzt muss ich mal auf meinem Zettel da gucken, ich habe mir den Namen doch irgendwo aufgeschrieben, das ist die Prinzessin Alina, ist das richtig? Und die hat einen Hofnarren dabei. Alina, wie wird man Prinzessin in Euren? Ist das jetzt so eine Sache, wo man gesagt hat, komm Alina, mach du das oder war das dann deine Entscheidung gewesen? Also bei mir war es so, ich habe schon bei anderen Kindern gesehen, dass sie Prinzessin waren. Und da habe ich mir überlegt, ja komm, werd du auch mal Prinzessin und steh mal auf der Bühne. Und das macht dir Spaß? Hat's bisher alles geklappt? Ja. Ist es auch aufregend, so zu stehen und dann ein Mikrofon in den Händen zu halten? Ja, sehr aufgeregt. Dann könnt ihr euch vorstellen, meine lieben Zuschauer, wie es mir jetzt zumute ist hier auf der Bühne. Und einen Hofnarren, den Hofnarren Lucy hast du. Wie kommst du da drauf? Also die Lucy war ja bis jetzt schon zweimal Prinzessin, einmal Prinz und jetzt ist mein Hofnarr geworden, weil ich habe halt keinen Prinz gefunden und dann haben ich und die Lucy halt überlegt, dass die Lucy mein Hofnarr wird und das war halt dann das Schöne für mich. Und Lucy, wie ist das so als Hofnarr mit der Prinzessin Alia? Ganz gut. Und ihr habt aber auch etwas vorbereitet. Wie sieht das damit aus? Können wir das so mit einem Mikro machen? Ja. Ja? Und wer fängt an? Dann darfst du auch ausnahmsweise das Mikrofon nehmen. Ja. Ich grüße die Narren hier im Saal. Für mich war's eine große Qual. Drum sag ich's ehrlich und umwunden, ich habe keinen Prinz gefunden. Die Rettung kam, ich will's beteuern, von Markusberg als hier nach euren. Seht her, sieht sie nicht super aus. Lucy von Markusberg, dein Applaus. Ich grüße euch alle mit Hillau als Hill von euren. Ich bin schlau und führ voran, er sitzt ganz oben, das Symbol der euren Akoben. Ich stelle euch vor, heut nicht in Jeans, sie tanzt bekanntlich bei den Teens. Sag selbst, sieht sie nicht fürstlich aus. Prinzessin Alina, jetzt euer Applaus. Wir sind das Kinderprinzenpaar und grüßen euch in diesem Jahr. Seid lustig und froh, seid einfach schlau. Wir grüßen euch mit dem Hello, Prinzessin Alina. Hello, Till von euren. Hello, Pinnwand. Hello. Das ist ganz große Klasse. Die ist ja schon, kann man sagen, professionell. Also da habt ihr was aufgebaut für die Zukunft. Und wenn es dann wieder an der Reihe ist, das Stadtprinzenpaar zu stellen, glaube ich, dann ist das für euch kein großes Problem mehr. Sie, wir nicht. Ja. Irgendwann ist auch diese Zeit vorbei, aber ich glaube, ihr habt bis dann noch recht viel Spaß und recht viel Freude dabei. Und ihr habt auch einen Umzug in euren. Ich denke, das ist ja auch so was Besonderes hier.
auch einmalig in der Stadt, außer dem Rosenmontagszug? Ja, also den Umzug in Ohren gibt es ja schon immer. Ja. Seit einigen Jahren haben wir uns auf den Nachtumzug verlagert. Und in die ganzen Ohrener Vereine, die nehmen tatkräftig daran teil. Wir haben die tollsten Maskeraden und vor allem die Beleuchtung, die uns in dem Nachtumzug begeistert. Das ist ganz toll. Da von meiner Seite an alle Vereine ein ganz, ganz großes Dankeschön für die super Maskerade, Kostüme und was alles da an, auf den Straßen geboten wird. Super. Und dann habe ich eine Frage. Wie sieht das mit Alkohol aus? Bei Nachtumzügen sagt man ja oft, dass vor allen Dingen Jugendliche gerade im Schatten der Dunkelheit dann so über die Stränge schlagen, ihre ersten Erfahrungen mit dem Zeug sammeln. Wie sieht's aus in euren? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ehrlich. Also ich habe bis dato noch nichts Erschreckendes gehört, dass der ein oder andere vielleicht bei dem stillen Action ein Fläschchen Bier oder was trinkt. Das können wir nicht beeinflussen, aber es geht alles ruhig zu, das stimmt wirklich. Also damit habt ihr kein Problem. Ich denke, das ist aber auch eine Sache, die man ruhig einmal erwähnen sollte. Ja. Denn es ist nicht überall so, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und wenn das bei euch anders ist, toll für euer Publikum und toll auch für die Eurer. Denn wenn alle ein bisschen mithelfen und schauen, dann glaube ich, kann man da auch einiges leisten. Euch, ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Geburtstag haben wir gemacht, Veranstaltungen haben wir gemacht. Ach ja, ich weiß ja, was jetzt fehlt. Ich hätte es beinahe vergessen, aber wenn man so eine liebe Helferin hat, dann zeigt die einem schon, was los ist. Auch für die Prinzessin von Euren ein Blumengruß vom Blumenhaus Heidebrecht. Dankeschön. Und für den Prinzen eine kleine Stärkung nach getaner Arbeit. Aber bitte nicht vorher. Alles in Maßen. Aber ich glaube, in Trier-Euren, ihr wisst Bescheid. Und, Dankeschön. Wir haben natürlich auch für die Prinzessin und für ihren Hofnarren auch eine kleine Anerkennung dabei. Ja, und euch eine schöne Zeit. Bleibt mir zu sagen, alles Gute. Und vertretet euren Stadtteil Euren auch für die Zukunft recht gut, dass es nicht wieder 33 Jahre dauert, bis das nächste Prinzenpaar von Euren hier auf der Bühne wir begrüßen können. Genau. Wir möchten uns auch nicht verabschieden, ohne Ihnen einen Orden überreichen. Oh. Dankeschön. Sehr gerne. So, dann darf ich um den Abmarsch bitten für unsere Delegation aus Euren vom KC Grün-Weiß-Trier Euren. Ausmarsch bitte. Die Roten Funken, eine Traditionskarnevalsgesellschaft von Trier. Und da ist dieser schmale Herr hier eine ganz, ganz wichtige Person, der Sven gab. Er ist nämlich der Mann, der jetzt bald wieder auch auf der Bühne stehen muss und dann, ja, denke ich auch, ein bisschen aufgeregt ist, bis das Ganze so doch über die Bühne ist. Ja, aber wir sind ein so tolles Team, dass wir diese 5 Stunden, die wir dieses Jahr für unser Publikum bereit haben, ohne Probleme über die Bühne kriegen. Und ich habe mal so im Internet nachgeschaut, ihr hattet da im letzten Jahr doch so einen besonderen Einfall gehabt mit eurem, Detektivpaar. Ja, wir hatten letztes Jahr das Motto Funkenkrimi und haben so einen Krimi nachgespielt, der durch die ganze Sitzung geführt hat, bis zum Schluss die Auflösung kam. Und das kam recht gut an bei den Besuchern? Das kam recht gut an, das war spannend und hat die Leute gefesselt. Und habt ihr in diesem Jahr auch wieder so was Besonderes, womit man dann begeistern kann? Die Leute sollen sich überraschen lassen. Wir haben dieses Jahr das Motto Funkenpiraten erobern die 7 Weltmeere und wir werden über die 7 Weltmeere reisen und das Publikum mitnehmen auf eine Reise durch den Karneval. Und welches Schiff hast du denn dazu geschartert? Wir haben selbst ein Schiff gebaut und das hat den Namen Funkenfeuer und da laden wir unsere Gäste drauf ein. Und das ist auch seetüchtig, sodass da keine Schwierigkeiten gibt, dass wir irgendwo stranden? Nein, unser Schiff ist seetüchtig und ist sturmerprobt.
Ja, und damit unsere Zuschauer auch da schauen können, was dieses Schiff so alles geladen hat, hast du dann auch noch Karten mitgebracht, ja? Karten, wir verlosen zweimal drei Karten oder dreimal zwei Karten für die erste Sitzung am 22. Februar in der BBS-Aula. Wir wollen so ein kleines Rätsel machen. Welches Motto haben die Roten Funken dieses Jahr? Entweder A, Funken Piraten oder B, Funken Indianer. Wer die Lösung weiß, einfach an uns schicken per E-Mail rotefunkentrier@aol.com und da kurze Antwort geben und dann verlosen wir die Karten. Also Piraten wäre ja schön, aber Indianer wäre auch schön. Aber man kann ja auch im Indianerkostüm kommen oder im Piratenkostüm. Wie ist es um Pirat und Indianer oder sowas? Geht das auch oder rechts und links? Es geht alles bei uns. Die Funken sind nach allen Seiten offen und wir empfangen jeden Gast gerne bei uns. Ja, dann in der Aula der berufsbildenden Schule, denn das wollen wir nochmal gesagt haben. Und wie gesagt, sonst... Für die Karten muss man sich melden auf eurer Homepage. Genau, auf unserer Homepage ist der Kartenvorverkauf 22. Februar, 23. Februar und am 24. Februar unsere große Kindersitzung auch in der Aula. Und wenn du schon hier deine beiden jungen Damen mitgebracht hast, dann darfst du die aber auch mal vorstellen. Die haben dich so gut beschützt hier bei mir. Natürlich, einmal hier von unserer Juniorengarde die Lilly und von unserer aktiven Garde die Marie. Und euch macht das... Macht er es gut, der Sven? Ist er okay oder müssen wir ihn austauschen? Nein, auf gar keinen Fall. Er macht seinen Job sehr, sehr gut. Das war nicht geprobt, Sven. Also, dann kann man schon sagen, Hut ab. Ja, dann mach deine Sache weiter so bei den Roten Funken und für die Zukunft. Ja, alles Gute. Schlusswort gehört dir. Schlusswort gehört mir. Liebe närrischen Freunde, kommt zu uns, feiert mit den Roten Funken. Wir feiern mit euch. Herzlich willkommen, jeder bei uns. Als Pirat oder Indianer. Ist ganz egal. Ich darf um den Einmarsch bitten des Prinzenpaares von Langsur. Und zwar Prinz Werner der Erste mit seiner Prinzessin Sonja die Erste. Hello! Hello! Ja, hello. So, bitte zu mir und ja. Natürlich habt ihr auch direkt wieder die Jugend mitgebracht. Prinzenpaar, wir haben Prinzenpaar von Trier gehabt, Trier Euern, Prinzenpaar von Konz und Prinzessin von Waldrach. Die haben aber im letzten Jahr das Prinzenpaar von der Stadt Trier gestellt. Prinz Werner, wie sieht das aus, Prinzenpaar? Ich sag ja jetzt mal, vom Dorf zu sein. Also wunderbar, weil auf dem Dorf herrscht so eine tolle Gemeinschaft und die Vereine, wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig und das kann man im Dorf, weil da kennt jeder jeden und die Nachbarschaft ist super. Also ich muss sagen, ein Dorfleben ist toll. Ja, und Langsur ist ja nicht nur, sage ich jetzt mal Langsur, sondern da ist ja auch einiges noch eingemeindet worden, ne? Ja, da ist jetzt zum Beispiel noch Krevenisch, Mesenisch, Liersberg, Wasserbilligerbrück. Liersberg nicht, nein, das Metzdorf aber, genau, ja. Weil, ja, und Wasserbilligerbrück. Oh ja, dann habt ihr, ach ja, Wasserbilligerbrück. Und damit habe ich natürlich wieder ein Stichwort gefunden, nämlich vor 2 Jahren waren Piero und Marie-Claire ja Prinzenpaar in Langsur gewesen, ne? Richtig. Und wir sind sehr stolz darauf, dass die Marie-Claire und der Piero jetzt Stadtprinzenpaar von Trier geworden sind. Auch als Luxemburger finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Und wenn man jetzt Prinzenpaar wird nach so einem, sage ich jetzt mal, Paar, das dann auch gleich den Sprung in die nächste Liga geschafft hat, ist das nicht schwer, dann da in Langsur Prinzenpaar zu sein? Hat man da bestimmte Erwartungen oder ihr seid einfach ihr? Wir bleiben so, wie wir sind. Wir sind authentisch und Marie-Claire und Piero sind anders. Wir sind so, wie wir sind und so soll das auch sein. Und das wird natürlich von den Leuten im Dorf auch angenommen.
Also super, super. Also wir sind so angenommen worden. Also da war eine Euphorie auch bei unserer Intronisation durch Andrea die Erste. Und ich muss sagen, es war einfach toll. Und die Menschen lieben uns. Oh, das ist ja viel wert, wenn euch die Menschen lieben. Hoffentlich bleibt das auch so, dass für alle Zeiten so sein wird. Oh, ich denke bestimmt. Weil auch so privat sind wir eigentlich sehr, sehr umgänglich und sehr nett. Also wie gesagt, das ist Dorfleben. Dorfleben kann man wirklich sagen, dass also noch hier praktiziert wird und das hier funktioniert. Und wie sieht das denn jetzt aus mit Veranstaltungen bei euch in Langsow? Wir haben am 16.02. eine Kappensitzung, dann am 24.02. ist eine Kinderkappensitzung und am 2.03. haben wir unseren Umzug. Einen Umzug auch. Umzug ist ja heute, sage ich jetzt mal, mit großen Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Da werden ja Auflagen gestellt. Ich habe mir mal sagen lassen, dass in großen Karnevalshochburgen, zum Beispiel in Düsseldorf, einige Firmen gar keinen Wagen mehr stellen wollen, weil die Auflagen zu hoch sind. Wie sieht das jetzt bei euch in Langsow aus? Also bei uns in Langsow ist es so, dass jeder jedem hilft. Und das ist sehr wichtig. Also ich denke, da haben wir gar kein Problem mit. Also wenn wir einen Aufruf starten, und das sind alle Karnevalisten, dann helfen die. Also ob groß oder klein, also da machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Das wird also alles klappen mit dem Karnevalszug. Ist der jedes Jahr? Ja, auf jeden Fall jedes Jahr. Und wir haben immer sehr viel Besuch und er ist auch sehr, sehr beliebt. Und es macht einfach Spaß. Jetzt ist ja der Höhepunkt einmal für viele Karnevalisten oder für die meisten eigentlich der Straßenkarneval, nämlich mit dem Rosenmontagszug oder mit dem Umzug. Aber ich kann mir vorstellen, dann ist ja bei euch Karneval noch nicht so ganz am Ende, wenn es so nah nach Wasserbillig geht oder über die Brücke oder da habt ihr doch bestimmt auch noch Termine dann. Ja, wir haben die Kalvakat, die ist, glaube ich, 2 Wochen nach unserem Umzug. Da werden wir wahrscheinlich teilnehmen. Und was ist das, Kalvakat? Das ist der Luxemburger Karneval. Der hat also einen besonderen Namen. Jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr mir die beantworten könnt. Und zwar, was heißt eigentlich in Luxemburg das Paar, Prinzenpaar? Gibt es da einen besonderen Namen? Also in Wasserbillig, wie gesagt, da wird eine Pretzelkönigin oder ein Pretzelkönig gewählt. Also ein Prinzenpaar, wie es bei uns gibt, ist leider nicht. Was heißt leider nicht? Aber für die Luxemburger in Wasserbillig, also grenzüberschreitend von Langsow, ist das Wahnsinn. Weil sie laden dann auch deutsche Vereine ein, mitzugehen, mitzufahren. Und das ist riesengroß. Und dieses Mal, wie gesagt, ist es am 30. März. Und das ist dann eine Nachtkalvakat. Das heißt auch mit Beleuchtung. Und das ist wunderbar. Da kommen so viele Menschen hin. Und das geht lange. Und das macht auch Spaß. Und vor allem Dinge, wenn es dunkel ist und abends ist. Und alles ist beleuchtet. Wunderschön. Muss man gesehen haben. Ja, also wer dann nach Karneval, nach Aschermittwoch noch nicht genug hat, wie gesagt, der kann dann mal rübergehen nach Luxemburg. Und das ist ja auch oft genug hier bei uns in den Medien angekündigt worden. Und worauf ich hinaus wollte eben, ich habe bei einem Interview mit dem Trierer Prinzenpaar von Luxemburg den Namen Koppel gehört. Prinzenkoppel. Ist der, ja? Kappel heißt Paar auf Luxemburgisch. Aha. Also da war ein good couple, sagt man doch. Also wieder etwas gelernt. Ihr seid aber ein nice couple, kann man aber wirklich sagen. Ja, wir sind hier international auf der Bühne, das kann man ruhig sagen. Und ihr habt auch noch Nachwuchs mitgebracht. Wie heißt du denn? Ich heiße Lina. Und die Lina, das ist deine Mama, stimmt das? Ja, das stimmt. Und du bist die Prinzessin. Wie ist das denn so, mit der Mama da zu gehen, wenn du die Prinzessin bist? Macht dir Spaß oder sagst du, oh Mama, ich würde aber lieber mit dem Gameboy oder ich weiß nicht womit spielen? Also ich finde das schön, mit meiner Mama dahin zu gehen, auf die Veranstaltungen. Und du hast dazu auch so ein ganz tolles Kleid an. Ist das jetzt extra hier für Karneval oder ziehst du das auch in die Schule an? Also das ist extra für Karneval.
Das ist aber auch toll. Das steht dir richtig gut. Du siehst richtig schick aus. Und möchtest du auch mal so wie die Mama Karnevalsprinzessin werden? Ja, eigentlich schon. Aber einen Prinzen für die Zeit hast du dir noch nicht ausgesucht, oder doch? Nee. Hast noch ein bisschen Zeit dazu. Naja, gut. Gut Ding braucht Weile, nicht? Also man soll da nicht direkt den Erstbesten nehmen, habe ich mir sagen lassen. Man soll schon ein bisschen wählerisch sein. Ja, dann wie gesagt, bleibt mir nur euch für die kommende närrische Zeit, vor allen Dingen auch für den Umzug, alles Gute zu wünschen. Hoffentlich habt ihr gutes Wetter, dass es nicht regnet, denn das wäre ja zu schade für die viele Arbeit, die in solch einem Umzug steckt. Und habt eben auch bei den Sitzungen den richtigen Zuspruch, denn es ist ja heute so eine Sache, dass man immer wieder Vergleiche zieht mit Fernsehen und mit professionellen Karnevalisten, sage ich jetzt mal. Wie sieht das bei euch aus dem Dorf aus? Also bei uns ist, da ist jeder seine eigene Persönlichkeit, sage ich mal. Und jeder, wie gesagt, eben dadurch, dass jeder kennt und auch was aufgreifen kann, was aktuell ist, so das Dorfgeschehen. Aber ich muss dazu sagen, auch wenn Fremde auf die Kappensitzung kommen, da ist natürlich auch Programm dabei, was auch jeden interessiert. Sei es jetzt Politik, Gesang, Tanz, Büttenreden, also ist von allem da. Ihr habt also damit keine Probleme, ein Programm aufzustellen? Auf keinen Fall, weil die Ereignisse, die immer im Jahr bringen, die machen wir dann irgendwie zu einem karnevalistischen Geschehen. Das wird dann eben umgeschrieben und dann wird es eben so hingestellt, dass man drüber lachen kann, weil das Leben ist schon so ernst genug. Und wir sind der Meinung, wir wollen Spaß und Stimmung und wir wollen, dass die Leute lachen und dass sie sich wohlfühlen und mit einem Lächeln aus der Halle gehen und dabei gut einschlafen. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das war das Schlusswort. Aber für die Prinzessin einen Blumengruß. Und für den Prinzen, es ist kein Elbling, glaube ich, aber er ist auch sehr gut zu genießen. Bestimmt. Also ich bin kein Kostverächter. Das glaube ich, das sieht man ihm an, so wie er fröhlich wie er ist. Ja, und euch noch eine schöne Zeit. Schönen Dank, dass ihr hier wart. Und hoffentlich geht's mit dem Karneval in Langsur weiter bergauf. Und wir sagen ja tschüss oder besser gesagt Helau, bis zum nächsten Mal. Helau. Wir haben Ihnen noch einen Orden mitgebracht, den möchte ich Ihnen jetzt noch im Namen vom KV Lasserhorst überreichen. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Ja, keine Frage, aber jetzt ist mir noch was eingefallen. Laserhorten, das muss man mir mal übersetzen. Oh je. Also, ich glaube, das kann die Hannelore besser beantworten. Tut mir leid. Ja, die Hannelore, das ist also die Chefin des ganzen Vereins, die erste Vorsitzende. Hannelore, was hat also das mit den Horten auf sich? Horten, das kommt von den Apfelkörben, wo die Äpfel drin geerntet wurde. Wir sind ja hier aus einer Weinregion auch eine Viehzregion. Und von diesen Apfelhotten wurde das Wort dann im Dialekt zu Horten abgewandelt. Und Laser Langsur. Laser ist Langsur. Laserhorten, aber wie ist das auch? Alles klar, ja. Und Viehz trinke ich auch gerne. Also dann sind wir uns da wieder einig. Deswegen, Dankeschön, dass ihr hier wart und danke Abmarsch. Ja, okay, danke. Liebe Zuschauer, besondere Ereignisse erfordern natürlich auch ganz besondere Dinge. Und jetzt einmalig, nicht für Sie, sondern für unser, in Anführungszeichen, Geburtstagskind, nämlich für unseren Frank Weiersbach. Der hatte jetzt vor einigen Tagen Geburtstag und muss heute natürlich, weil er ja noch eine schwere Session vor sich hat, auf die Wellnessbank. Aber Frank, zu deinem Geburtstag hat sich hier ein besonderer Chor eingefunden und wir wollen dir jetzt einmalig ein Geburtstagsständchen bringen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Frank, Happy Birthday to you. Und dazu ein besonderer Gruß
von der Prinzessin Marie-Claire. Ja, hallo, lieber Frank, Happy Birthday, auch von uns allen, nicht nur im Lied. Und wir freuen uns, das dir hier so überbringen zu können. Alle sind gekommen, hierher mit ein Lied zu singen, um dir zu gratulieren. Bleib mir gesund, wir brauchen dich noch. Ja, du nicht allein, wir auch. Und nun zum Abschied, Dankeschön, meine Damen und Herren, liebe Närrinnen und Narren, das war die Närrische Pinnwand im Jahre 2009. Wir wünschen euch noch eine schöne Session und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.